2TV in Düsseldorf, Ella. Und sogar bei der SF1-Party. Alles zusammen und neben mir steht Oliver Berndt. Grüße dich. Ja, hallo Kerstin. Ich freue mich hier zu sein. Allerdings diesmal nur als Gast. Aber im nächsten Jahr wieder auf Malle dabei, wenn es heißt im First Floor mit Ella. Und da freue ich mich schon drauf. Oliver, von dir hört man ja im Moment gar nicht so viel, ne? Also Auftritte hatte ich ja dieses Jahr genug. Neue Single ist jetzt auch. Demnächst im Oktober kommt die raus. Bin ich sehr stolz drauf, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich habe den Text zum größten Teil selbst geschrieben, mit Hilfe meines Produzenten. Und es geht diesmal nicht um die Liebe, sondern es geht um uns Männer. Männerherzen schlagen laut und wie Männer eigentlich wirklich ticken. Ist das jetzt so eine Bedienungsanleitung für Männer? Die hätte ich dann gerne. Also in dem Text sage ich jetzt zum Beispiel Männerherzen oder beziehungsweise ein Mann hat eine harte Schale, ne? Der heult ja nur, wenn er nicht gesehen wird, macht von vorne raus so den Macker und hinter ihm steht eigentlich eine starke Frau. Und das habe ich dann alles so mal zu Blatt Papier und auch zur Melodie gebracht und darüber geht das ganze Lied. Und da bin ich sehr stolz drauf. Im Malle haben wir es ausprobiert, im Malle funktioniert schon ganz gut. Und ich freue mich schon auf die OVÖ im Oktober. Es gibt auch ein Video dazu. Das habe ich mit dem Dominik Vogt zusammengedreht, was auch mein neuer Produzent ist. Und das nächste Lied liegt schon bei mir zu Hause. Auch wieder kein Liebeslied. Alle fragen sich jetzt ja, warum macht er keine Liebeslieder mehr? Weil ich denke mal, Liebeslieder gibt es genug. Die werden genug besungen. Und in dem Lied geht es halt darum, in dem ganz, ganz neuen Sei du selbst. Kurz und schmerzlos. Das hört sich alles ganz prima für mich an. Sag mal, DJ Dobbik, dein neuer Produzent. Ich bin gerade von den Socken, weil da war ich nicht drüber informiert. Das haben wir auch noch gar nicht so an die große Glocke gehangen, aber es wird demnächst auch einen Pressetext dazu geben. Den schreibt der Marc Wegerhoff von FetzTV. Und sei an dieser Stelle mal gegrüßt. Hallo Marc. Hallo, genau. Der hat ja jetzt auch eine tolle Künstlerin unter Vertrag genommen. Wo ich auch stolz drauf bin, ist, dass der Mitch Keller den Chor gesungen hat bei meinem Song. Und ich bin jetzt auf die Zusammenarbeit mit dem Dominik, weil der hat ja auch schon einige Erfolge vorzuweisen, gespannt. Wir müssen uns natürlich noch ein bisschen näher kennenlernen, weil das ist ja die erste Zusammenarbeit. Da gibt es dann hier und da noch ein paar Kanten, aber das kriegen wir auch noch hin. Gehe ich mal von aus, weil wir kennen mehrere Produktionen vom DJ Dominik und alle wow. Genau, die sind alle spitze. Und von meiner Herzen gibt es auch eine zweite Version vom Daniel Hammer, und zwar die Remix Basic Version. Die ist auch, also da hat der Dominik gesagt, boah, geiles Ding. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Was hast du sonst demnächst vor? Es kommen jetzt noch, also dieses Wochenende wird sehr hart für mich. Also wie gesagt, hier nur als Gast. Morgen bin ich in Krefeld mit dem Horst Krefeller zusammen in St. Anton. Am Sonntag bin ich in einem Krokodilzoo in Hessen. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich mich für den guten Zweck mit Alligatoren fotografieren lasse und auch mit denen schwimmen gehe. Ich bin aber noch am Überlegen, also ich werde es nicht versprechen. Fred Weidler wird da sein am Sonntag. Grüße lieb von mir. Das werde ich tun. Darauf den Sonntag bin ich bei einem Bobbycar-Rennen. Ich weiß nicht, kennst du den Clown Chris? Der hat das Ganze organisiert. Wie heißt er, der auch bei DSDS war, der etwas... Marc Richter. Marc Richter wird da sein. Vergesse ich hier einfach den Namen, Hammer, weil wir auch öfters Kontakt miteinander haben. Marc Richter wird da sein, es wird, ich werde da sein. Reicht doch schon. Ich müsste auf mein Handy gucken, ich habe die Namen vergessen. Seht es mir nach, aber keine Ahnung. Aber wenn ich mir vorstelle, euch beide beim Bobbycar-Rennen, also Entschuldigung. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass wir da mitfahren wollen. Also in erster Linie singen wir da. Über das Mitfahren habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber wäre eigentlich eine gute Idee. Sähe bestimmt interessant aus. Ja, mit Sicherheit. So mit voller Rennmontur und dann auf so einem kleinen Bobbycar. Das hat es ja bei uns damals im Sauerland auch gegeben. Das nannte sich Silbergrennen. Und da haben die aufgemotzte Bobbycars gehabt. Das war einfach der Hammer. Und das ist auch überregional dann auch übergegangen. Aber ich habe nichts mehr davon gehört. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe es damals mal gesehen. Aber wenn ich mir so vorstelle, bei dir geht es ja noch einigermaßen, aber Marc Richter auf dem Bobbycar, die Knie zu bremsen. Ich sag mal so, er hat ja einen Vorteil, weil Masse kommt ja schnell in Bewegung. Wir lästern hier nicht. Nein, ich lästern nicht und er nimmt mir das mit Sicherheit auch nicht krumm. Dann sind noch nächstes Jahr sind schon einige Sachen geplant. Also ich habe mit der Iris gesprochen, die dieses RTL-Spendenmarathon, diesen Go-Kart macht. Die hätte mich nächstes Jahr ganz gerne dabei. Das habe ich übrigens dem Marc Richter zu verdanken. Der hat ein gutes Wort bei ihr eingelegt. Und Karnevalssaison, den Karnevalssamstag bin ich in Würselen auf der Karnevalsschlagernacht dabei. Und am 11. bin ich im Köpi Rheine zu sehen und am 18. hier irgendwo in Düsseldorf, habe ich heute erfahren. Ich habe die Buchung gerade erst reingekriegt. Ja, ist doch wunderbar, also läuft's.
es läuft. Also es war in der Tat so, dass man nichts mehr Neues von mir gehört hat, aber präsent war ich trotzdem noch auf der Bühne. Und umso mehr bin ich jetzt glücklich darüber, dass die neue Single bald rauskommt. Ich kann es kaum erwarten. Und wenn sie draußen ist, Leute, kaufen, kaufen, kaufen. In diesem Sinne danke ich dir. Ja, ich danke dir für das tolle Interview. Wir sehen uns. Garantiert. Tschüss.